Die Reviews zu Black Myth Wukong sind draußen und die meisten Pressevertreter sind ungefähr bei einer 8 bis 8,5 gelandet. Bei Metacritic steht das Spiel jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, bei einer 8,2 und ich finde das sehr, sehr gut. Eine gute Bewertung, ich freue mich sehr auf das Spiel, weil ist es soweit, dann werde ich es auch durchzocken auf meinem zweiten Kanal, der Sobis Gaming. Trotzdem liest man immer wieder in den Kommentaren, war es 8 von 10, voll schlecht, das muss viel mehr bekommen und hast dich gesehen. Und ich will mal dazu was sagen, ja. Erstens, die meisten Leute, die das schreiben, ihr habt das Spiel nicht gespielt. Ihr habt es vor allen Dingen nicht durchgespielt, ja. Zweitens, was habt ihr für Erwartungen? Das ist jetzt auch kein Studio, was schon 40 Banger-Games rausgehauen hat und ist jetzt Nummer 41 und man muss eine 10 von 10 erwarten. Drittens, merkt euch bitte, eine 8 von 10 ist richtig, richtig gut. Ich merke das ja selber immer wieder in den Kommentaren und allgemein, wenn ich mir so Kommentare reinziehe, auch bei anderen Videos. Bei den meisten Leuten beginnt die Skala erst bei einer 7 von 10. Ob das jetzt Spiel ist, Film ist, Serie ist, bei den meisten beginnt die Skala erst von 7 von 10. Ich denke mir so, nein, bei mir beginnt die Skala von 0 bis 10. 8 von 10 ist schon verdammt gut. Also, wie gesagt, das wird natürlich auch zum großen Teil an den Presseportalen selber liegen, weil die auch selber erst ab 6 von 10 beginnen aufwärts zu bewerten und 6 von 10 ist schon Überschrott. Das fasse ich ja nicht mal an, wenn ich gar nichts mehr zu zocken habe. Und 7 von 10 ist auch schon halber Schrott. Will ich eigentlich gar nicht haben. Ich muss mindestens einen 9 von 10 haben. Keine Ahnung. Und zum anderen liegt es wahrscheinlich auch bei vielen einfach daran, dass sie einfach nicht so viel Erfahrung haben. Ja? Also, wenn du natürlich in deinem Leben nur 10 Spiele gespielt hast, was nicht schlimm ist, ich betone es, ist nicht schlimm, hast du natürlich nicht so viel Erfahrung wie jemand, der schon 500 Spiele durchgespielt hat. Oder noch mehr. Der hat natürlich einen viel größeren Erfahrungsschatz und kann die Sache aus meiner Sicht auch dementsprechend besser bewerten. Trotzdem hast du natürlich deine eigene Realität und deine eigene Wahrnehmung ist auch in Ordnung. Jeder soll bei mir, ihr wisst es, ja, so schön, alles Sonnenschein, nein. ganz komisch. Also ich finde 8 von 10 richtig gut. Ich freue mich sehr auf das Spiel, aber trotzdem weiß ich natürlich, in der allgemeinen Wahrnehmung ist eine 8 von 10 schon für so ein Spiel, was so ein Hype hat, Überschrott. Nein, spielt das Spiel doch erstmal, zum einen. Und zweitens, wie gesagt, 8 von 10 ist doch richtig gut. Ich finde es richtig gut. 8 von 10 ist echt gut. Ja, aber gut, das wollte ich nochmal kurz loswerden, weil mir das immer wieder auf der Seele brennt. Ich würde sagen, wir gehen rein in das GameStar-Video zu Black Myth Wukong. Link in der Videobeschreibung natürlich wie immer. Und let's go. So, Freunde, kurze Getränkepause. Ich habe aktuell eine kleine Kooperation mit Holy Energy, Freunde. Die machen nicht nur Energies, die machen auch Ice-Tees oder Hydration-Drinks, die auf jeden Fall wenig Kalorien haben, ohne Zusatzstoffe und die wirklich mit vielen geilen Geschmäckern echt sehr gut am Start sind. Wenn ihr Neukunde seid, checkt das Ganze ja aus mit dem Code SORBUS5. Wenn ihr schon länger Kunde seid, für 10% extra Rabatt, dann einfach nur SORBUS den Code eingeben. Checkt den Link in der Videobeschreibung und checkt es gerne mal aus. Gerade die Probierpakete und da könnt ihr auf jeden Fall euch einen direkten geilen Überblick geben, was es so für Geschmäcker gibt. Link in der Videobeschreibung und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Let's go! Black Myth Wukong führt seit Wochen die Liste der meistgewünschten Steam-Spiele an und jetzt ist es fast da. Am 20. August kommt das neue Spiel des chinesischen Indie-Entwicklers Game Science für PC und PlayStation 5 raus. Die Xbox-Version soll später folgen. Anfang der Woche wurde auch schon ein kostenloses Benchmark-Tool auf Steam veröffentlicht. Damit kann man schon mal schauen, wie das grafisch sehr eindrucksvolle Spiel auf dem heimischen Rechner laufen würde. Zumindest wie die Werte in dieser Testsequenz sind. Das ist natürlich nicht 1:1 mit dem zu vergleichen, wie es im fertigen Spiel laufen wird. Denn in dieser Testsequenz ist kaum was los. Also Freunde, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Xbox-Version wahrscheinlich später kommt. Du musst das Spiel ja auch irgendwie dann an die Xbox Series S anpassen. Ich finde die Konsole an sich eigentlich ganz geil. Für Indie-Games macht es auf jeden Fall Laune, für Download-Games und so, kleinere. Aber ja, das ist natürlich auch immer, was die Entwickler auch zurückhält. In actionreichen Sequenzen oder wenn man Gebiete wechselt, kann die Performance durchaus noch ein bisschen mehr runtersinken, als dieser Test es vermuten lässt. Die hohen Nutzerzahlen des Tools zeigen aber schon, viele Leute sind heiß auf den Mix aus Souls-like und Action-Adventure. Heute am 16. August... Okay, also er sagt jetzt wieder Souls-like Mix mit Action-Adventure. Ich hatte ja auch ein Video gemacht, wo das Thema ja war. Es soll kein Souls-like sein. Er sagt es ja aber auch selber. Und wie gesagt, einige oder sehr viele Sachen, die ich immer wieder in den Gameplays sehe, sprechen halt dafür, dass es auch sehr starke Souls-like Anleihen hat. Aber wie gesagt, mal schauen. Ich werde mich dann selber überzeugen demnächst in ein paar Tagen. Fällt das sogenannte Testembargo, also heute können Testartikel und auch Wertungen dazu online gehen. Wir werden auf GameStar.de noch keine Wertung drunter schreiben, das hat drei Gründe. Grund Nummer eins, wir sind noch nicht durch. Wir haben die Testversion seit Dienstag früh spielen können, also es kam auch relativ spät für so ein doch recht umfangreiches oder zumindest an manchen Stellen sehr knackiges Spiel, sodass man durchaus mal eine Weile lang an dem einen oder anderen Boss hängen kann. Ich hänge zum Beispiel gerade am finalen Boss in Kapitel 4.
von wahrscheinlich 7 Kapiteln. Und da hänge ich auch schon eine ganze Weile. Das ist Grund Nummer 1. Wir sind also einfach schlicht noch nicht so weit. Das kann durchaus mal passieren. Finde ich gut, dass man da noch keine Bewertung gibt. Dass wir überhaupt eine Testversion bekommen haben, war aber scheinbar auch ein bisschen Glück. Die Kollegen von der PC Games haben geschrieben, dass sie noch keine Testversion hatten. Und auch meine Kollegen von der GamePro, also unserem Konsolenmagazin, haben keine Testversion der PlayStation 5 bekommen. Also noch niemand hat bei uns die PlayStation-Version gesehen. Alle Aussagen in diesem Video beziehen sich auf die PC-Fassung. Grund Nummer 2, es gibt starke Einschränkungen dazu, was man eigentlich aus dem Spiel zeigen darf. Also zum Beispiel keine Zwischensequenzen, keine Dialoge, Gameplay nur aus bestimmten Spielbereichen und ich dürfte nicht mal genau sagen, aus welchen Spielbereichen, weil selbst das unter Embargo steht. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd, also keine abschließende Wertung und auch noch kein abschließendes Testvideo. Es gibt ja sogar ein Zeitlimit, also ich darf nur 10 Minuten Gameplay-Material aus der Testversion zeigen. Deshalb fülle ich dieses Video an der einen oder anderen Stelle auch mit ein bisschen Trailer-Material auf oder mit Szenen aus dem frei verfügbaren Benchmark-Tool. Und insgesamt finde ich so ein Zeitlimit jetzt auch nicht ganz so wild. Ich verstehe auch die Einschränkungen, wenn es um Spoiler geht. Aber wenn ich euch zum Beispiel Grafikfehler in späteren Kapiteln nicht zeigen kann oder Grafikschwächen, wir reden ja hier von einem Video, also einem optischen Medium, ich will euch ja was zeigen. Also wenn ich euch grafische Schwächen nicht zeigen kann, da hört dann der Spaß bei mir doch auf. Grund Nummer 3, warum wir auf GameStar.de... Okay, finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich jetzt auch durch die YouTube-Zeit ein bisschen Erfahrung gemacht mit so Embargos. Und so zeitliche Begrenzung finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, dass du jetzt nicht unbedingt jedes Gebiet schon spoilern sollst in deiner Review oder irgendwie Bosse zeigen sollst aus späteren Gebieten, dass das verboten wird, finde ich eigentlich gut sogar, besser sogar, aber solche Sachen, wie ihr angesprochen habt, das hört schon ein bisschen komisch an, ja, also ganz komische Auflagen, bisschen zu streng, weiß nicht, ja, komisch irgendwie. Und auch, dass da wieder manche kriegen Review-Code, manche nicht und anscheinend keiner eine PS5-Version oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob bei den ganzen anderen Bewertungen, die international rausgekommen sind, ob das auch alles nur die PC-Version ist. Ich habe mir jetzt nicht jedes einzelne Video reingezogen oder jeden einzelnen Bericht. Habt ihr das mitbekommen, dass bei den anderen Leuten auch nur die PC-Version immer getestet wurde? Ich weiß nicht. Noch keine Wertung drunter schreiben und warum ich dieses Video auch noch nicht als finales Testvideo ansehe. Das Spiel ist noch nicht fertig. Die Testversion, die ich jetzt ausprobieren konnte, hat noch ein paar ärgerliche kleine Fehler drin. Das Nervigste daran ist die Übersetzung. Das Spiel hat eine chinesische und eine englische Sprachausgabe, es gibt aber deutsche Bildschirmtexte. Und die sind an einigen Stellen komplett falsch. Also Skillbeschreibungen sind fehlerhaft. Was da steht, ist nicht das, was wirklich im Spiel passiert und das sind nicht die Werte, die man damit anpasst. Das kann natürlich schon sehr ärgerlich sein, wenn man am Anfang des Spiels seine hart verdienten Erfahrungspunkte verteilt und das Spiel einfach nicht das macht, was es laut Fähigkeitenbeschreibungen eigentlich machen müsste. Beim Testen hat es bei mir natürlich irgendwann Klick gemacht und ich habe dann mal auf die englischen Texte umgeschaltet und den großen Aha-Moment erlebt, als da plötzlich ganz andere Infos in den Beschreibungen standen. Aber selbst dann gibt es noch so ein paar kleine Probleme. Zum Beispiel sollen Angriffe, die sogenannten Fokuspunkte verbrauchen, das sind Punkte, die man durch Angriffe auflädt, die sollen eigentlich Gesundheit wiederherstellen, machen sie aber nicht. Zumindest nicht alle Angriffe, die diese Fokuspunkte verbrauchen, sondern nur ganz spezielle. Davon ist aber auch in den Beschreibungen für diese Upgrades, für diese Fähigkeiten nirgendwo die Rede. Das nächste Ding ist zum Beispiel der schwere, aufgeladene Angriff. Man schaltet später ein Upgrade, zumindest in einem der Fähigkeiten, Bäume, die für bestimmte Spielstile stehen, frei, mit dem man dann auch einen schweren Angriff im Rennen, also im Sprinten, aufladen kann. Die Sprintfunktion ist auf 2 Tasten gelegt, sowohl auf die rechte Schultertaste als auch auf den linken Stick. Nur das Aufladen funktioniert mit jeder dieser beiden Tasten anders und auch das wird nirgendwo erklärt. Ich habe erst nach Ewigkeiten rausgefunden, dass es überhaupt mit beiden Tasten funktioniert und es gibt keinen Grund, warum die Mechanik mit jeder Taste anders funktionieren sollte. Das ist einfach inkonsistent. Okay, also den letzten Punkt ist natürlich ärgerlich, verstehe ich. Aber den finde ich jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt. Das mit der Übersetzung wird wahrscheinlich daran liegen, ja, ist jetzt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich mit KI gemacht wurde, ja. Ist ja jetzt kein Geheimnis, dass durch KI wahrscheinlich so die Übersetzer die ersten sind, die ihren Job verlieren werden, ja, weil es dann einfach nur noch durch die KI gejagt wird und dann wird vielleicht, hoffentlich, von irgendjemandem doch nochmal drüber gesehen, ja, wenn überhaupt. Würde ich wahrscheinlich schätzen, dass es daran liegt, ja, oder was meint ihr? Obwohl es auch in der Vergangenheit öfters mal Übersetzungsfehler gab, gerade auch bei Fähigkeiten, wo es dann ein bisschen auf Deutsch ganz komisch übersetzt wurde. Den letzten Punkt, ja, wie gesagt, ärgerlich auf jeden Fall,
Aber das sind so Sachen, die kannst du auch schnell patchen, denke ich mal, ja? Oder die Beschreibung anpassen. Wenn du auf dieser Sprint-Taste den Move machst, dann ist die Kombination und bei der die halt. Das ist jetzt nicht so weltbewegend, aber er will den Punkt halt verdeutlichen. Kann ich verstehen, was das ist. Dass es halt ärgerlich ist, auf jeden Fall, verstehe ich. Ja. Also mal schauen, ob es da einen Day-One-Patch gibt und was der tatsächlich ändert. Auch deshalb noch keine Wertung drunter, noch kein abschließendes Urteil. So viel erstmal zum leider notwendigen Vorwort. Kommen wir mal zum eigentlichen Spiel und da fange ich mit einer guten Nachricht an. Denn Blackmouth Wukong ist nicht nur ein außergewöhnlich hübsches, sondern meist auch ein sehr gutes Actionspiel. Auch wenn es sich schon abzeichnet, dass es Abzüge in der B-Note geben wird. Fangen wir mal mit der Präsentation an. Das Spiel sieht wirklich fantastisch aus und ist butterweich animiert und mit der richtigen Hardware läuft es zumeist auch flüssig. Das Spiel braucht eine sehr gute Grafikkarte, zumindest wenn ihr es auf maximalen Details spielen wollt, was unter anderem auch bedeutet, dass es volles Raytracing, also Path-Tracing gibt. Das Spiel sieht aber auch auf Mittelklasse-Rechnern selbst ohne Raytracing noch sehr, sehr gut aus. Die Umgebungen sind ultra detailliert, fantastische, zumindest meist fantastische Texturarbeit und auch stilistisch schön gestaltete Figuren. Sowohl die Figuren, die man unterwegs so trifft, mit denen man sich unterhalten kann, sind ja meist so Tierwesen, als auch die Gegner, ob es nun kleine oder gigantisch große Gegner sind. Auch die Ingame-Zwischensequenz. Das hört sich doch echt gut an wieder für die PC-Spieler. Ich stelle die Frage, wie gesagt, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wie die PlayStation 5-Version laufen wird. Also, ich hoffe denn auch gut. Von denen ich ja hier nichts zeigen darf, sind eindrucksvoll inszeniert und dann gibt es zwischen den Story-Kapiteln auch noch jeweils in ihrem Grafikstil anders gestaltete Erzählsequenzen, die so liebevoll visualisiert sind. Ich hätte sie euch so gerne zumindest mal auszugsweise als Beispiele gezeigt, damit ihr eine Idee davon bekommt, wie vielfältig das ist. Das sind wirklich kleine Kunstwerke. Die Erzählung selbst ist übrigens eher, naja, lose, würde ich jetzt mal sagen. Das Spiel greift ja die berühmte chinesische Erzählung Die Reise in den Westen auf, aber die Vorlage dient eher als Stichwortgeber. Also es werden Motive und einzelne Geschichten daraus gezogen. Das Spiel erzählt die Geschichte aber nicht eins zu eins nach. Es ist eher eine Neuinterpretation. Mich hat es oft an Titel wie Alice Madness Returns oder Lies of P erinnert. Also wenn man da die Vorlagen nicht kennt, versteht man auch viele Zusammenhänge vielleicht nicht ganz. Trotzdem funktionieren sie als Setting und so ist es hier auch. Zumindest soweit, wie ich es bislang gespielt habe. Tatsächlich ein bisschen zu verwirrt. Auch der Abschnitt, das hat sich auch gut angehört, oder? Also, ich fand jetzt auch schon, dass man in den ganzen Trailern schon gesehen hat, dass die sehr liebevoll mit dem Design sind und mit der Abwechslung der Figuren, die da vorkommen und in den Details und so. Das macht Spaß, ja. Also, klar, grafisch ist es eine Wucht. Ist auch geil, dass es grafisch so geil aussieht. Aber ich finde Design noch ein Ticken interessanter, wenn die einfach ein cooles Design haben, ein cooles Setting, was du jetzt nicht alle zwei Spiele hast. Und den Vergleich mit Lies of P und Alice Madness Returns finde ich eigentlich auch ganz cool, wie er das erklärt hat, ja, damit man sich ein gutes Bild machen kann. Ne? Ja. Fand ich bei Lies of P zum Beispiel auch ganz geil, dass da so auf jeden Fall, ja, dass das Setting genommen wurde, aber so ein bisschen sein eigener Twist reingebaut wurde. Ja. Okay, hört sich gut an. Sind eigentlich nur die Kapitelwechsel, denn da landet man auch immer in einer neuen Region, nur wie man da eigentlich hingekommen ist, bleibt völlig unklar. Und damit geht natürlich auch ein bisschen das Gefühl flöten, dass diese ganze Welt wirklich zusammenhängt, abseits der Erzählung. Die einzelnen Regionen sind dann wiederum eine Mischung aus eher schlauchigen Abschnitten und etwas weitläufigeren Gebieten. Manchmal gibt es auch tatsächlich mehrere Wege, für die man sich entscheiden kann. Die führen in der Regel wieder zusammen. Es ist kein richtiges Metroidvania-Design, auch wenn es die ein oder andere Rückführung oder Abkürzung gibt. Aber insgesamt ist das ein sehr geradliniges Spiel. Abseits der Wege kann man aber zum Beispiel optionale Bosse finden oder andere Belohnungen, zum Beispiel Aufwertungen oder Ressourcen, die man wiederum fürs Crafting braucht. Guck mal, alleine dieses Monster, wie geil das hier wieder aussieht, Mann. Ja, auch das finde ich nicht schlecht. Ja, also, das ist jetzt nicht so die übergroßen Level sind, sondern das ist eher geradlinig ist, finde ich eigentlich auch ganz, ganz gut. Ne? Beim Gameplay verknüpft Blackmouth Wukong Elemente aus Souls-Likes und klassischen Action-Adventures. Von den Souls-Likes kommen zum Beispiel die Schreine, an denen wir wiederbelebt werden, wenn wir sterben und zwischen denen wir auch schnell reisen können und die vor allem fast alle normalen Gegner wiederbeleben, wenn wir hier rasten. Auch das Se- Hä?
Aber es soll doch überhaupt gar kein Souls-like sein. Das, da darfst du sowas aber nicht reinmachen. Ja, gut. Die Diskussion hatten wir, wa? Hatten wir alles. Oh Mann. Sehr schnelle Kampf-Gameplay erinnert an Souls-Spiele. Einerseits, weil es Ausdauerbalken gibt, aber auch durch den teils sehr hohen Schwierigkeitsgrad, zumindest bei einigen Bossen. Der schwankt allerdings auch ganz schön. Ich hatte Bosse, die habe ich nach ein, zwei Versuchen erledigt. Ich hatte aber auch Bosse, an denen hing ich Stunden. Es gibt hier allerdings kein Blocken und auch kein Parieren. Die einzige Defensivfunktion ist das Ausweichen. Dafür gibt es aber ein perfektes Ausweichen, das dann auch die Zeit ganz kurz ein bisschen verlangsamt. Doch Moment, Kommando zurück. Es gibt durchaus doch eine Blockfunktion, allerdings kommen wir da mal zu den Elementen, die eher aus klassischen Action-Adventures kommen, nämlich vor allem der sehr umfangreiche Skilltree, mit dem man neue Fähigkeiten und Angriffe und auch Kombos freischaltet. Darüber kann man sich dann per Zauber zum Beispiel auch eine Steinhaut für einen ganz kleinen Augenblick verpassen und blocken. Allerdings laden diese Spezialfähigkeiten und Zauber ziemlich langsam auf. Die meiste Zeit werdet ihr also viel ausweichen, rumhüpfen und leichte und starke Angriffe kombinieren. Ehrlich gesagt hört sich das für mich geil an, dass das meiste aufs Ausweichen gelegt wird, weil das mag ich am liebsten. Ich mag nicht gerne blocken, ja, wie man vielleicht auch weiß, und parieren. Ja, okay, kann man machen, ist auch cool so. Aber ausweichen, perfekt, ey. Einfach seitlich ausweichen und dann direkt draufschlagen. Besser geht's auch nicht. Ja, also wie gesagt, wie man schon vorher eigentlich gesehen hat in dem Gameplays, deswegen ist dies immer, auch von den Entwicklern habe ich auch schon angesprochen, ja, er kann sagen, dass es kein Souls-like ist, aber anscheinend gibt es sehr starke Anleihen. Es gibt aber auch sehr starke aus den Action-Games. Dementsprechend, ja, einfach, wie gesagt, abwarten vielleicht auch. Hört sich alles gut an, auch mit den Perks oder mit den Fähigkeiten, die du dir kaufen kannst, ist halt nur die Frage, wie sinnvoll ist es? Wie sinnvoll sind die? Ja, sind ja jetzt einfach nur 80 drin, so als Beispielzahl, und die Hälfte davon kannst du einfach in die Tonne drücken. Ja, auch da abwarten, ne? Als einzige Waffe nutzt ihr dabei euren Kampfstab. Den kann man zwar später auch upgraden oder in anderen Varianten nutzen, spielerisch macht das aber kaum einen Unterschied. Denn viel wichtiger sind die drei Kampfstile, die man wählen kann und nach freischalten muss und zwischen denen man auch während des laufenden Kampfes wechseln kann, vorausgesetzt, ja, man hat die entsprechenden Punkte investiert. Und da kommen wir zur Krux an diesem Mix aus Action-Adventure und Souls-like, denn das Spiel kann sich für keins von beidem so richtig entscheiden. Die Konsequenz daraus ist allerdings, dass es sich lange Zeit anfühlt, als würde man mit angezogener Handbremse spielen. Denn die meisten interessanten Fähigkeiten, Kombos, muss man halt nach und nach freischalten in über 200 Upgrades. Das dauert einfach ewig. Und das bedeutet auch, dass man an einigen Stellen, wenn man mal am Bossen hängt, kaum Möglichkeiten hat, den Charakterbild groß umzubauen, vielleicht auf eine andere Waffenklasse zu gehen, vielleicht sich mehr aufs Blocken oder aufs Parieren zu verlassen, sondern man muss sich durch den Skilltree nach oben arbeiten und das wiederum kann in Frust enden. Immer dann, wenn Black Myth Wukong sehr stark Souls ist, ist es fast am schwächsten. Das Spiel wäre am Ende wahrscheinlich als Ja, wie er schon sagt, anscheinend so dieser wilde Mix, man kann sich nicht entscheiden, was will man machen. Und vor allem, dass er sagt, im Souls-Lake-Bereich ist es am schwächsten. Und 200 Fähigkeiten, die du holen kannst, also da kann wirklich nicht jede, da kann nicht jede geil sein, das sag ich jetzt schon mal, ohne es zu wissen, da, also ich glaube nicht, dass da wirklich alle von den 200 voll geil ist, geil sind. Aber auch da, ey, keine Ahnung, es hört sich irgendwie gut an, viele Sachen hören sich echt gut an, viele Sachen hören sich jetzt nicht, auch nicht so cool an, aber ich denke mir so die ganze Zeit, Mann, ich will's einfach selber spielen, Mann, ich freue mich echt auf das Game, Mann, ich hab richtig Bock. Action-Adventure ein besseres Spiel gewesen. Nichtsdestotrotz machen die Kämpfe in den meisten Fällen trotzdem wahnsinnig Spaß, weil sie super flüssig sind, weil die Kombos spaßig sind. Schwierig wird es wirklich, wenn man mal an so einen Choke-Point kommt. Also wenn man mal irgendwo lange hängt und dann seine Erfahrungspunkte runden drehen muss und dann ein bisschen merkt, so spannend sind die Gebiete nach der ersten optischen Ernüchterung vielleicht auch nicht mehr, was ihre gestalterische Vielfalt angeht, also auch die Tiefe der Spielwelt. Das ist zwar eine schöne Kulisse, aber dadurch, dass keine komplette zusammenhängende Welt entsteht, hat das Ganze auch nicht so eine starke Verortung wie in einem Dark Souls oder in einem Elden Ring. Zugleich versucht Black Myth, diese fehlende Tiefe auf der einen Seite durch eine lange Feature-Liste an Kampffunktionen auszugleichen, die aber lange Zeit nicht über einen Gimmick-Charakter hinauskommen, weil man sie einfach lange nicht nutzen kann. Denn man müsste auch da wieder erstmal ewig viele Skillpunkte investieren. Zum Beispiel kann sich unser Charakter auch in andere Wesen verwandeln und schaltet dann damit auch neue
neue Angriffe frei. Das gilt einmal für eine lange Form der Verwandlung, die hält mehrere Sekunden lang. Und das gilt auch für etliche Tierverwandlungen, die tatsächlich nur einen Angriff ausführen, aber eine relativ lange Cooldown-Phase haben und dann in der Praxis auch wieder recht ungenutzt bleiben, weil man müsste da auch wieder sehr, sehr viele Punkte investieren, also sehr viele Levelaufstiege erstmal freischalten, bis man die sinnvoll nutzen kann. Aber andererseits braucht man auch wiederum die Punkte, um die kritischen Trefferchancen, um die eigene Angriffsstärke, aber auch die Lebenspunkte hochzupushen. Das ist also alles mit denselben Erfahrungs- bzw. Aufstiegspunkten verbunden und dadurch ist gerade am Anfang die Abwägung ziemlich schwierig. Investiere ich jetzt in einen Skill, den ich nur ab und zu mal einsetzen kann oder bringe ich erstmal meinen Charakter ein bisschen auf Standard-Level? Okay, das ist sehr, sehr interessant. Das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, dass die sich wirklich anscheinend nicht entscheiden konnten, was sie machen. Und die wollten irgendwie alles Mögliche bedienen und die Seite bedienen und die Leute bedienen. Und dann machen sie noch 50.000 verschiedene Fähigkeiten rein und dann noch verschiedene Figuren, in denen du dich verwandeln kannst. Aber die musst du dann auch noch aufleveln mit den gleichen Sachen, wo du dich normal auflevelst. Und auch die normalen Level, wie gesagt, brauchst du anscheinend auch für die 200 Fähigkeiten, die du holen kannst. Dann, also wenn du sowas reinbaust und dir dem Spieler die Möglichkeit gibst, das auch dann auszuschöpfen vielleicht, ja, dann sollte es, wie er auch gesagt hat, dann muss ja irgendwann deine Farming-Runden drehen und wenn das jetzt nicht so Laune macht, anscheinend, weil die Gebiete schön aussehen, aber vielleicht nicht mehr zu bieten haben als coole Kulisse, dann ist es natürlich wiederum nicht so geil, ehrlich gesagt. Weil ich habe jetzt keine Lust, jetzt normale Standard-Mobs die ganze Zeit kaputt zu schlagen, nur damit ich mir dann 200 Fähigkeiten kaufen kann. Hätte ich jetzt auch nicht so Lust drauf, ehrlich gesagt. Ja, was sagt ihr dazu? Also den Punkt finde ich bisher am interessantesten, so von der Bewertung her, wie man das jetzt werten soll für sich selbst. Auch da, ja, mal gucken, abwarten. Aber ist halt auch schade, wenn dir halt so wirklich so viel angeboten wird und du kannst das meiste nicht wirklich nutzen oder du musst halt übelst grinden anscheinend, wenn ich das jetzt so verstanden habe. Ja, mal gucken. Ist halt die Frage, auch da wäre dann vielleicht dann die Frage, wie lange geht das Spiel, dann könnte man natürlich im zweiten Durchgang vielleicht die andere Seite probieren, aber man will vielleicht auch in so einem Spiel die ultimative Figur spielen, weißt du, dass du auf der einen Seite dich selber hochskillst, aber auch die Fähigkeiten, die du hast, richtig geil skillst, weißt du, alles in einem Durchgang. Auch da wäre dann vielleicht die Frage, New Game Plus und so, gibt's da schon irgendwie Informationen, weil das wäre natürlich dann, aber auch wer hat da wiederum die Zeit, das mehrfach durchzuspielen, es ist halt, keine Ahnung, mal gucken einfach. Es fühlt sich gerade in den ersten Stunden immer an, als würde man mit angezogener Handbremse spielen. Und schuld ist der überladene Skilltree. Jedes Upgrade hat dann nochmal Unterupgrades. Und mein Gott, wie viele Punkte muss ich da investieren? Dieses in die Länge ziehen des Charakterfortschritts hat das Spiel eigentlich gar nicht nötig. Gib mir einfach die Kämpfe, gib mir ein paar gut funktionierende Grundfunktionen und dann ein paar freischaltbare Spezialangriffe. Und dann ist gut. Das Spiel an sich, was die Gegnerbegegnungen, was die Levelumgebungen, was die Bosse angeht, bietet absolut genug. Den ganzen Drumrumbau hätte es hier in diesem Fall, in dieser Intensität, nicht gebraucht. Vor allem nicht, wenn man nicht auch gleichzeitig die Stärken von Souls-Likes, zumindest von guten Souls-Likes, bieten kann. Und die liegen oft auch in der Vielfalt der Charakterbuilds. Also, dass man diese Spiele, auch wenn sie sehr schwer manchmal sind, auf so viele unterschiedliche Weisen spielen kann. Und das gilt tatsächlich für Black Myth Wukong nicht. Auch, und das muss ich hier fairerweise auch sagen, auch wenn man zum Glück an Schreinen immer alle Charakterpunkte wieder zurücksetzen und sich neu verteilen kann. Aber das ändert wenig am fundamentalen Problem, nämlich dass sich das Spiel lange Zeit erstmal selbst einen Stock in die Speichen steckt, bevor es richtig in Fahrt kommt. Selbst Rüstungs- und Waffen. Okay, jetzt hat er wieder gesagt, Level Design reicht. Also, ich finde nämlich auch ein großer Teil von guten Souls-like Games, weil das ja angesprochen hat, ist auch das Level Design. Auch das muss aufregend sein. Schade eigentlich. Also hört sich echt vielleicht zu ambitioniert an. So, weißt du, dass sie wirklich versucht haben, allen alles zu geben, so was du haben kannst. In Action-Games als auch in Souls-like-Games. Hier hast du die Möglichkeit, da zu leveln, aber auch hier gibt es 50.000 verschiedene Fähigkeiten, die du leveln kannst und so weiter und so fort. Und vor allem cool, dass man das neu verteilen kann an jedem Schrein. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, schon 150 Fähigkeiten geholt hast und noch verschiedene Figuren schon erkämpft hast, ja, weil viele Figuren, in die du dich verwandeln kannst, sind ja die Bosse und so, das jedes Mal neu zu verteilen, erstmal 20 Minuten oder so gefühlt, da nochmal die Punkte reinballern und dies und das, hätte man jetzt, glaube ich, auch nicht Bock, ja, also,
komisch. Oder was ist komisch? Schade irgendwie so ein bisschen, ne? Dass sie vielleicht wirklich zu unsicher waren, was sie jetzt machen wollten und dann dachten, ey, wir versuchen einfach alles irgendwie geil zu machen. Aber das ist halt auch immer so die Gefahr, wenn du dich nicht wirklich entscheiden kannst, was du sein willst, ja, ob du jetzt ein Souls-like-Game sein willst oder ein Action-Adventure-mäßiges Game, dass du vielleicht in keinem Bereich überragend bist, sondern dass du vielleicht in beiden echt gut bist, anscheinend, ja, hört sich so an, aber in keinem so überragend, wie du es hättest vielleicht sein können, wenn du dich auf eine Sache konzentriert hättest, ja, wie er auch gemeint hat. Ja. Hm. Hört sich alles nicht so cool an, aber ich freue mich trotzdem aufs Game. Kann ich ganz so sagen, ich freue mich trotzdem aufs Game. Upgrades oder zusätzliche Bonus-Items, die tatsächlich den Spielstil ändern können, tauchen erst ziemlich spät auf. Und damit fehlt es Wukong lange Zeit an der nötigen Flexibilität. Am Ende läuft das alles auf eine etwas unsaubere Balance und unglückliches Pacing hinaus. Wir hatten das dieses Jahr kurioserweise schon mal, nämlich bei Stellar Blade, wo wichtige Updates erst nach ein, zwei Spielstunden kamen und erst dann die eigentliche Baseline des Gameplays erreicht war. Bei Wukong dauert das nur noch viel, viel länger. So, das klingt jetzt erstmal nach großer Kritik, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, auch wenn es Abzüge in der B-Note gibt, ist das hier immer noch ein richtig gutes Actionspiel. Und das liegt nicht nur an der hervorragenden Präsentation und dem interessanten Setting, sondern vor allem auch daran, dass sich die Kämpfe sehr fluffig spielen. Die Steuerung ist sehr präzise, die Kamera, zumindest in den normalen Kämpfen gut, bei großen Gegnern genretypisch ein bisschen überfordert, das Impact-Gefühl für die Schläge und auch das Gefühl für das Gewicht der Spielfigur sind perfekt, was mir immer sehr wichtig in dieser Art von Spielen sind, denn wenn das nicht genau stimmt, dann stimmt schon mal gar nichts. Dass der designphilosophische Unterbau von Action-Adventure und Souls-like nicht so ganz zusammenkommt, ist ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Zwei Sachen muss ich noch. Ja, also das haben wir jetzt schon zu Genüge gehört. Also grundsätzlich macht es einfach Bock, aber es hätte noch so viel geiler sein können. So das höre ich heraus. Und das ist doch, auf der einen Seite ist es was Schönes zu hören, es macht echt Bock, so, es ist einfach ein gutes Game. Auf der anderen Seite ist es schade, dass die halt nicht das Potenzial genutzt haben, aber anscheinend, die Leute warten sehr auf das Spiel, es ist sehr gehypt und wenn sich das verkauft und Leute trotzdem zufrieden sind, auch wenn es jetzt hier einige Kritikpunkte gibt und er hat bisher die meisten, sag ich mal, aus meiner Sicht sehr gut plausibel erklärt, gibt es ja trotzdem sehr viel Potenzial für einen zweiten Teil. Und wenn sie sich da denn entscheiden, wir gehen jetzt den einen Weg und den machen wir jetzt richtig geil, weißt du, dass sie sagen, beim zweiten Teil machen wir wirklich nur Action-Adventure-mäßig, ja, und lassen die Souls-like-Elemente weg oder reduzieren die, dann könnte es vielleicht noch geiler werden, weißt du, wenn du das Potenzial im nächsten Teil richtig ausschöpfst und so und auch diese Welt, was ich auch schade finde, wie er sagt, dass es sich das nicht so zusammenhängend anfühlt, dass sie das ausbauen und so, das ist doch auf der einen Seite auch cool, also wäre auch cool für den zweiten Teil, ja, aber ja, also bisher hört sich das echt vieles davon echt gut an, aber dass auf der anderen Seite auch sehr viel Potenzial liegen gelassen wurde, aber ja, wie gesagt. Mal schauen, ich freue mich. Ich kann es nur wieder sagen, wenn ich das hier die ganze Zeit schon sehe, Mann, ich habe selber Bock, jetzt endlich loszulegen. Ansprechen. Nummer 1 sind nochmal die Verwandlungen. Die sind hauptsächlich Teil des Kampf-Gameplays. Aber in Trailern war ja zum Beispiel auch zu sehen, wie man mal als Insekt durch die Gegend flog. Und das hat vielleicht die Erwartung geweckt, dass das auch wirklich ein wichtiger Gameplay-Teil sein könnte. Also, dass das Spiel vielleicht auch bedeutend mehr ist, als durch die Gegend laufen und Monstern ins Gesicht hauen. Das ist nicht der Fall. Diese Sequenzen sind Nummer 1 sehr, sehr selten. Sie sind entweder automatisch gesteuert, um unsere Figur von A nach B zu bringen, oder sie haben vielleicht eine erzählerische Bedeutung. Aber sie spielen im Großen und Ganzen keine Rolle. Es gibt also zum Beispiel keine großen Schleichabschnitte oder solche Sachen. Sowas hier ist also ganz punktuell. Der Rest ist, naja, durch die Gegend laufen und Monstern ins Gesicht hauen. Punkt Nummer 2, nochmal kurz zu. Ich muss ja eine Sache mal sagen, ich habe den Release-Trailer noch nicht gesehen gerade, den er reingespielt hat. Aber warum regen die sich so auf und warum sagen die nur, ey, du darfst nur bis dem und dem Kapitel was zeigen, wenn die selber jetzt schon 30 gefühlte Bosse gezeigt haben und alles gezeigt haben, schon wieder im Release-Trailer? Was auch so üblich mittlerweile geworden ist bei vielen Spielen, dass sie gefühlt alles schon spoilern. So die Hälfte von den Sachen, weißt du? Naja, gut, ich hätte mir dementsprechend jetzt nicht angesehen, aber jetzt habe ich es gesehen. Naja. Sehr viele geile Bosse wurden jetzt schon gezeigt. Naja. Zurück zur Technik.
Also insgesamt läuft das Spiel auch jetzt schon sehr gut. Es gibt eine große Shader-Kompilierung in der PC-Version am Anfang. Nichtsdestotrotz hatte ich manchmal in einigen Kämpfen, wenn neue Effekte geladen wurden, die es vorher noch nie gab, trotzdem mal noch Shader-Ruckler. Fand ich jetzt insgesamt nicht so störend oder so wichtig, weil gerade die meisten Bosskämpfe spielt man eh mehrmals. Ich habe auch manchmal Traversal-Ruckler gehabt, also Ruckler oder Nachlader, wenn man ein Gebiet gewechselt hat. Auch das fand ich nicht allzu wild. Insgesamt hat das Spiel ja hohe Systemanforderungen, aber es bietet auch absolute High-End-Grafik. Also das finde ich durchaus angemessen. So viel zu den PC-Einstellungen. Ansonsten probiert den Benchmark, den es auf Steam zum kostenlosen Download gibt, auf eurem eigenen Rechner aus. So viel erstmal zu meinen Eindrücken aus den ersten Spielkapiteln. Auf GameStar.de wird es weitere Artikel mit noch mehr Details zum Gameplay geben. Auf GamePro.de dann auch, wenn es Details zur Performance der PlayStation 5 Version gibt, sobald da mal die Testversion da ist. Und schreibt auch gerne Fragen in die Kommentare. Soweit ich es kann, werde ich sie beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay, also, gutes Video von Fritz, wieder solide Punkte, die er angesprochen hat, auch gut erklärt, finde ich, kann man auf jeden Fall alles nachvollziehen. Wie gesagt, auf dem Zweitkanal der Zombies Gaming werde ich das Spiel dann durchspielen, da sicherlich auch Spaß haben, ja. Freunde, jetzt so langsam geht's los, ja, Black Myth Wukong jetzt, Ende des Monats, auf jeden Fall Star Wars, das kommt dann hier auf dem Kanal, seid auf jeden Fall da auch gerne am Start. Und ja, lasst euch gut gehen, passt auf euch auf und man hört sich, haut rein.